Wie sich sehbehinderte Menschen ein Bild von ihrer Umwelt machen, ist für Sehende kaum nachzuvollziehen. Sicher ist, dass mittels des Tastsinns im Gehirn Bilder entstehen können. Bastian Rapp entwickelt ein Display mit einer veränderbaren, tastbaren Oberfläche. Er will mit einem elektronischen System tastbare Grafiken und Bilder erzeugen. Und normalerweise macht man das, indem man kleine Punkte erhebt und versenkt in diese Oberfläche und dadurch quasi kleine sogenannte taktile Pixel, wir nennen die Taxel, aus dieser Oberfläche entstehen lässt und auf die Art und Weise eine Grafik darstellen, die man mit dem Finger fühlen kann. Und was wir machen, ist, wir entwickeln die Hardware, ein solches Display aufzubauen, das heißt die gesamte Mechanik hinter dem Entstehen lassen und Verschwinden lassen dieser Punkte. Vorstellen kann man sich das taktile Display wie ein tastbares Relief, das man auf einem Nagelbrett entstehen lässt. Dabei werden die fühlbaren Pixel normgerecht nur einen halben Millimeter aus dem Boden ragen. Ein früher Prototyp veranschaulicht das System noch mit mechanischen Bauteilen. Was man hier sehen kann, ist, das Gehäuse ist 3D gedruckt. Darüber kommt eine elastische Matrix aus Silikon, das ist diese rosafarbene Schicht hier. Und das ist die Oberfläche, die dann hinterher der Benutzer ertastet. Und darunter sitzt dann diese Mechanik, man sieht hier diese kleinen Pins. Im endgültigen Display wird es auch aus Kostengründen keine mechanischen Teile mehr geben. Man geht einen anderen Weg. Wir entwickeln Systeme, die auf der Grundlage eines mikrofluidischen Effekts funktionieren. Das heißt, wir drücken Flüssigkeit in einen kleinen Kanal rein, der hat nur ein paar 100 Mikrometer Durchmesser, das heißt ungefähr vielleicht so 2-3 Mal der Durchmesser eines menschlichen Haars. Und diese Flüssigkeit führt unter eine Oberfläche. Diese Oberfläche ist eine elastische Membran. Und die elastische Membran wird durch die Flüssigkeit, die hydraulisch von hinten gegengepumpt wird, hochgehoben. Beim Herstellen des taktilen Displays kommt ein sogenannter Stereolithografie-3D-Drucker zum Einsatz. Das Bauteil wird hier gebaut, hängend an dieser Z-Achse und wird Schicht um Schicht um Schicht um Schicht aus dem Material rausgezogen. Und wenn man fertig ist, fährt die Bauplattform einmal nach oben. Man kann das Bauteil dann von der Bauplattform unten abnehmen. Eine milchige Flüssigkeit, die zu Glas werden kann, ist die Basis für das neue Display. Das ist eine Mischung eines organischen Binders mit Glasnanopartikeln. Die Glasnanopartikel sind die gleichen, die auch in Zahncreme eingesetzt werden als Dickungsmittel. Und was wir mit dem Material machen können, ist, wir können dieses Material ganz normal 3D drucken, können dem eine Struktur geben über 3D-Druck. Und nach der Strukturgebung durch eine thermische Nachbehandlung in reines Glas überführen. Auch moderne Tastgeräte geben die Blindenschrift zeilenweise aus. Das taktile Display mit geplant 30.000 Punkten auf DIN A4-Größe geht über diese Textdarstellung weit hinaus. Das ist ein Beispiel für eine Karte. Und hier spürt man, wenn man mit dem Finger drüber geht, die Erhebungen. Das ist eine taktile Grafik, die ist gedruckt auf einem taktilen Drucker. Von der Rückseite sieht man das, das sieht aus wie perforiert. In unserem Projekt würde es darum gehen, ein System zu bauen, mit dem man diese Grafik dynamisch darstellen kann, dass ich zum Beispiel jetzt hergehen könnte und ins Bundesland reinzoomen könnte. Könnte ich zum Beispiel hier unten noch Freiburg vergrößern. Schauen Sie sich zum Beispiel sowas mal an hier. Das Beispiel von einem Graphen, der eine mathematische Funktion darstellt. Das mit Text zu beschreiben, ist nahezu unmöglich. Mit dem 3D-Druckverfahren wird der Weg zum taktilen Display kürzer. Schon sehr bald wird es weitere Prototypen zum Austesten geben, damit Sehbehinderte über Texte hinaus Grafiken, Kurven oder Tabellen auf einem elektronischen Display erfassen können, genauso wie die Sehenden auch.